Ja, Mensch, herzlich willkommen zurück bei Medieval 2 Total War. Mit den Brauden. Mit den Brauden Schotten, wollte ich sagen. Mit den stolzen Schotten. Ja, wir stehen hier vor Dublin. Und dürften wohl gleich auch angegriffen werden von denen, sobald wir die Runde beenden. Können wir vorher noch irgendetwas bauen, was uns freuen könnte? Uns könnte hier das Ding erfreuen. Da haben wir noch 11 auf der hohen Kante. Davon kann ich mir dann noch ein Bier kaufen oder sowas. Und dann passt das, glaube ich. Das freut die Schotten dann. So einen schönen schottischen Whisky. Richtig schön. Ja. Das Byzantinische Reich. Es sind sehr viele Sachen, die wir noch gar nicht erkundet haben. Und da ist die Armee, die uns besiegen möchte. Das lassen wir aber nicht zu, würde ich sagen. Wir haben die Reiter. Wenn die richtig reinbumsen, dann haben wir Glück. Glück auf, meine lieben Freunde. Glück auf. Päuschen kurz. Wo kommen sie raus? Wo kommen sie raus? Die kommen bestimmt hier. Da ist die schwere Infanterie. So. Die Bogenschützen würde ich gerne mit nach da drüben nehmen. Dann können die nämlich auf die schweren Einheiten schießen. Hier marschiert ein bisschen nach hinten. Und hier nicht so weit nach vorne. Und ihr komischen Reiter, ihr geht auch mit auf die Seite, während ihr euch mal nach hinten verzieht. So, großartige Umstellung. Mein Plan wird sein, hier die schweren Leute einmal abzuschießen, wenn sie kommen sollten. Oder nichts, kommen sie hier gar nicht? Können die so weit feuern? Okay, ne? Die buggen da schon mal ein bisschen rum. Und nicht verkehrt ist. So. Direkt den feindlichen General weggewemst. Sehr schön. Dadurch fliehen die hier direkt die Reiter. Die Bogenschützen. Nicht die Reiter. So, zurück. Irischen Kerns kommen. Oha, wir haben die hier erwischt. Aber haben die dadurch auch gebrochen. Die irischen Kerns sind auch gebrochen. Die sind alle gebrochen hier. Wenn wir die jetzt noch einmal voll erwischen, da ist auch Ende, glaube ich. Rückzug! Zurück! Ein wenig zurückfallen.
Natürlich, was sind das für Kackreiter hier eigentlich? Warum kommt die hier nicht raus? Oh nein. Der General soll hier raus. Schnell. Aber nein, er bleibt hängen. Er bleibt hier hängen. Erstmal neu formieren. Die schwere Kavallerie hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Die hat jetzt eher scheiße reagiert. Oder scheiße agiert, besser gesagt. Wir haben ja ganz schön Schaden angerichtet hier. Ohne wirklich was zu verlieren an Einheiten. War natürlich ganz geil, nicht so, ne? Also wir sammeln unsere Einheiten so ein paar Kills dadurch. Oha. So, sie flüchten alle wieder. Mein lieber, wer ist denn das? Edmund? Ist das Edmund? Weiß es gar nicht mehr genau. Sind die Bogen, Alter. Hört auf zu schießen. Der General kümmert sich jetzt mal ein bisschen darum. Verlieren da tatsächlich noch Leute, ne? Ich glaub's immer nicht. Und Sieg, jawohl. 44 Mann verloren, Verlust hinzugefügt. Die Heil- und Bogenschützen haben am meisten gemacht, aber der General hat auch sehr viel gemacht hier. 10 Mann haben wir verloren, nichts geheilt leider. Schade. Also eigentlich voll die Lüge, dass es hier hieß, dass die irgendwie zu Fuß kämpfen. Zumindest kämpfen die Leute nicht zu Fuß. Wenn ich hatte im Heiligen Römischen Reich den Krieg erklärt. Das Bordell kann uns große Dienste leisten. Oh ja, das könnte natürlich hier auch ordentlich was verbessern an der Verteidigungssituation. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Haben wir irgendwo einen Bogner gebaut? Hier oben, ne? So, ne, sind wir überall noch nicht zugekommen. Dann bauen wir hier den Bogner. In Inverness können wir mal nicht überzeugt, nicht überzeugt.
Ding da anhängen. Jedenfalls bauen wir doch, kommt die Gulden-Sache da, die. Das verbessert unser Wachstum in der Stadt, das ist ganz gut. So, Venedig, hallo. Ah, schade, wir sind nicht weit genug gekommen. So, jetzt gehen wir mal weiter hier runter. Da unten ist noch Sizilien. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Müssen wir weiter gen Osten marschieren mit unseren Informanten. Rebellenmotte. Noch ist hier relativ viel in Rebellenhand. Theoretisch, wenn wir hier dann irgendwie nochmal an Land kämen, hätte das viel Schönes an sich. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht an Land. Noch nicht, wobei die Rebellen haben uns... Ein Geschenk! Oh, wir haben 500 Gulden bekommen. Dankeschön. Und David Kenmore ist jetzt auch aufgestiegen. Guckt ihn euch an. Ist das nicht ein guter Mann da? Die Kenmores freuen sich. Alexander Kenmore ist natürlich der Bessere. Hallo, Venedig. Kann ich etwas für euch tun, edler Herr? Mir scheint, wir haben eine Übereinkunft. Gut. Ihr habt weitere Vorschläge? Wir hören zu. Ich sehe hier kein Problem. Ihr scheint sehr verständig. Lebt wohl. Mit dem Papst möchte ich nicht reden. Sizilien möchte ich reden. Dann kann man mit dem Papst irgendwie Handelsbeziehungen haben. Guido de Avena. Der Papststaat war immer so scheiße. Der hatte immer so starke Einheiten. Habe ich Polen schon gesehen? Ah ja, hier oben. Frage ist natürlich, ob wir uns direkt in einen Krieg mit England stürzen wollen. Der wird uns wahrscheinlich vernichten, dieser Krieg. Wo ist England? Wobei, so viel besser sind die jetzt auch nicht. Ne? Gebiete sind wir sogar besser als sie. 5 Regionen haben, sie haben nur 3. Von denen wir wissen, besser gesagt, ne? Finanzen scheinen sie gar nicht gut dazustehen. Und Militär, wie gesagt, das ist machbar theoretisch. Da möchte ich gerne noch einen Spion haben. Kann ich den woanders auch noch ausbilden? Nee. Geht nur da. Aber wenn wir den Engländern den Vormarsch oder die Überfahrt zurück ins Heimatland verwehren und aber hier rumpimmeln und die dann einfach wegschnackseln, so, haben wir natürlich gute Sachen, gute Karten. Uns einfach die englische Insel zu reißen. David Kenmore wurde bereits jemandem vorgeschrieben. Neue Mission, schließt euch dem Kreuzzug an. Der Papst sagt, Strafe euer Ansehen bei Papst wird nicht mehr so gut sein, wie es einst war. Neue Mission, Schatten schickt einen Abgesandten. Mit wem? Mit dem Papststaaten sollen wir reden. Okay. Kann man doch. Der Kreuzzug wurde ausgeführt. Die Bibel mag den Frieden predigen. Doch wenn das Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles Heilige zu verteidigen. Seine Heiligkeit der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen, das gelobte Land von den Ungläubigen zurückzuerobern, die christlichen Pilgern die Reise zu den heiligen Orten verweigern. Die Armeen des Christentums müssen endlich ihre Differenzen beilegen und sich unter einem Banner vereinen, im Zeichen des Kreuzes, Gottes Kindern zurückzugeben, was rechtmäßig ihr ist, oder bei dem Versuch zu sterben. Jawohl, die katholische Kirche hat den Kunde verbreitet, dass seine Heiligkeit der Papst seinem Kreuzzug gegen die Heiden dieser Siedlung aufgerufen haben und alle Katholiken dazu auffordert, sich ihm anzuschließen. Ihr müsst in 10 Runden eine Armee da aufstellen, um euch den Kreuzzug anzuschließen. Wir müssen nach Kairo. Wie sollen wir denn mit einer Popelarmee von hier oben irgendwie nach Kairo kommen?
Schließt euch dem Kreuzzug an. Ich möchte mich ungern dem Kreuzzug anschließen. Und da beginnt das dann nämlich schon, dass ich dem Papst nicht mehr so wohlgesonnen bin. Weil ich bitte euch, mit dem verkackten Papst habe ich nichts. Oh. Okay, Krieg mit England ist schwachsinnig. Gegen diese Armee können wir, glaube ich, nichts ausrichten. Sind sehr, sehr viele Reiter, sehr, sehr viele Bogenschützen. Weil, ja, geht. Aber auch einige Bauern dabei. Wir sollten uns nicht anmaßen, mit England Spielchen treiben zu können. Dann sollte ich lieber vielleicht noch ein, zwei Schiffe bauen. Um überzusetzen hier gleich. So, ihr marschiert wieder zurück. Könnt ihr diese Armee nicht einfach... Wir werden unser Bündnis ehren! Der komische David kann den Bums hier mal irgendwie behalten. Tschüss, ne? Mach mal, mach sie schon, David, ne? Ah, ne? Schön, wa? Aber dem David da die, die Region überlassen, damit er da einfach mal ein bisschen was macht. Kann ja nicht sein, dass wir hier sich die ganze Zeit darum kümmern müssen, dass der Staat da irgendwie nicht geschützt ist. Huch, nee. Einen Attentäter können wir auch ausbilden. Brauchen wir aber nicht. Vorerst. Oh, hier sind reiche Ressourcen. Ressourcen, die viel Geld einbringen, besser gesagt. 31, die bringen 46. Ich frage mich dann immer, warum einige Sachen so wenig sind. Mein Vater ist voll des Lobes über euch, mein Herr. Dankeschön. Ich aber nicht über eures Vater, weil der ist ein Arschloch. Ich möchte dem Kreuzzug nicht beitreten, aber muss ich vermutlich. England soll seine Armee da einfach mal wegmachen. Seid gegrüßt, edler Verbündeter! Wir werden unser Bündnis ehren! Seid gegrüßt, edler Verbündeter! 1, 2, 3, 4 Einheiten Bauern. Das geht ja sogar. 2, 4, 5, 6 Einheiten Speerträger. Und 1, 2, 3... 4 Einheiten Reiter sowie 4 Einheiten Bogenschützen. Sieht nicht so gut aus. Oh shit. Der Armee möchte ich nicht entgegentreten. Ah, hier seht ihr übrigens, wann die Parts aufgenommen werden, ne? Schon etwas länger hier. Ich würde gerne noch eine Kogge ausbilden, damit wir nicht hier einfach direkt von den blöden Säcken hier einfach weggeschnetzelt werden auf der See. Das soll ja wohl machbar sein, ne? Was möchtet ihr denn mit mir bereden? Wir stimmen nur unter Zwang zu. Ja, damit endet wohl unser Treffen. 500 Goldstück. Habt ihr vielleicht exotische Waren im Angebot? Achso. Gulden, Florine, ich nehme beide. Der ist lustig. Gulden, Florine, ich nehme beide. Ich nehme alles, was ihr habt. Wir werden unser Bündnis ehren.
Wir vielleicht nicht mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Wir können uns es nicht leisten, irgendwie die Gegner, die Leute hier irgendwie aufzuhetzen. Ja, Bevölkerung, Wachstum. Oh, können da theoretisch Verbesserungen ausbauen. Eine Runde brauchen wir, bis der Ledergerber fertig ist. Dann können wir Edinburgh verbessern. Können natürlich auch hier Inverness verbessern, aber das machen wir nicht. Weil wir sind keine blöden Leute, sondern kluge. Und geht aber direkt eine Runde weiter. Ich bin so aufgeregt. Oh Mann, diese englische Prinzessin. Allein deswegen würde ich gerne England wegknüppeln. Ich meine, ich bitte euch. Passiert doch nichts. So, die Kocken sind fertig. Hier oben war Oslo irgendwo am Start. Stockholm ist da. Ah, da ist Oslo. General Paplusel, François, Verbesserungen. Bauen wir mal kurz hier. Rekrutierung einer Speermiliz muss auch noch geschehen. Ja, wäre ganz geil, wenn wir hier noch Oslo einnehmen könnten. Dann hätten wir hier oben noch so einen Zipfel, dann können wir hier schön die ganzen Fische oder was auch immer das sind, hier abernten. Kann ich etwas für euch tun, edler Herr? Mir scheint, wir haben... Hat euer Anführer noch andere Vorschläge? Das scheint akzeptabel. Was für ein guter Tag für unsere Völker. Absolut. Ich habe Handelsrechte mit sehr vielen Leuten jetzt mittlerweile. Der Papst. Wir sind ganz gut in der Gunst. Gregory von Papststaaten. Kann ich dann auch sehen, wer sich schon den Dings angeschlossen hat? Das Byzantinische Reich ist hier am besten. Ein bisschen in Sachen Alice quasi. Dublin ist aufgestiegen. Der blöde Kardinal, den ich da habe, ne? Das ist unglaublich. Wir überwachen England. England wartet wahrscheinlich nur darauf, bis wir irgendwann eine starke Armee wegziehen von hier. Das wird demnächst mal passieren und dann schlagen sie uns einfach von hinten an. Diplomatische Informationen. Bündnis wurde exkommuniziert. Was bedeutet das? Es tut mir leid, ich bin beschäftigt. Kein Problem. Kein Problem. There is no problem. Manche sagen, ich sei eine Perle des Mittelmeers. Was meint ihr? Du bist eine Missgeburt. Entschuldigung, wenn ich immer so forsch zu den Frauen bin dort. Ich gehe mir auf den Sack mit ihren Gerede da. Aua. Teuer war das, Söldnerhauptmann. Macbethan von Rossshire. Schade, wir können hier dann nichts mehr bauen. Bauen. Wie lange dauert es hier noch? 2000 brauchen die, bis es aufsteigen kann. Hier können es schon lange aufsteigen.
Und hier wäre es auch bald soweit. Theoretisch schon. Man hat's nicht leicht. Heilandgesindel. Ah, krasse Einheiten. Ah, nicht so einfach. Der Olle Alexander wird sich der Armee dort anschließen, damit ihr übers Meer fahren und dann die Gegner wegknüppeln. So sieht das nämlich aus. Und der wird auch mit an Bord gehen. So. Ich glaube, das ist mega die dumme Idee, da hinzufahren. Aber egal. Wir schauen mal, was da so abgeht. Baut eine kleine Kirche in Dublin. Ich möchte das nicht. Dankeschön. Es wäre schön, wenn wir die noch kriegen würden. Das würde mich freuen. Ich würde frohlocken. Prinz Edward hängt dort rum. Ansonsten hängt hier niemand mehr. Wir haben keine Armeen mehr. Es fühlt sich so unglaublich schlecht an hier. Deswegen müssen wir rekrutieren nochmal. Es tut zwar in der Kasse weh, aber egal. Greift an oder lass mich in Ruhe. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. Kardinal wurde befördert von Sizilien. Krieg erklärt. Sizilien auch die Mauren. So, Speermiliz ist am Start. Kriegen kein Cash mehr, weil jetzt das nächste Gebäude schon direkt gebaut wird. Das klingt immer so, als hätten wir irgendwie so hardcore viel ausgegeben. Oha! Ja, wie viele Leute können wir denn hier umsonst halten? Garnison bringt auf jeden Fall was. Handel floriert auch langsam. Greift an oder lasst mich in Ruhe. Ich möchte euch aber nicht in Ruhe lassen. Was ist das für ein Ketz? Zweifelt an meinem Wort und ihr bringt euch selbst ins Fegefeuer. Ganz gleich, wie fromm ihr auch tut, euer Götterbild ist falsch. Obmann Wadislav, was geht bei euch?
Ich freue mich, dass ihr da seid. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Du hältst dein Maul. Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Und du hältst jetzt dein Maul. Schottische Pikenmiliz können wir da ausbilden dann. Krasse Sache. Schmied, Ballistma. Okay, die haben wir noch nicht ausgebaut. Steigern wir mal den Steuersatz dort. Feier und halt in der Garnison. Da steht da ja auch. Ach, toll, super. Ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass ich in dem einen Part, im ersten Part, glaube ich, die Leute rausgeschickt habe, um zu gucken, wer da. Irgendwie Geld kostet und wer nicht. Gut, dass das da auch einfach so steht. Naja. Gut, ich würde sagen, das reicht für diesen Part dann auch wieder. Man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.